sich aufeinander einzulassen. Das kann auch in einer gewissen Distanz passieren, was halt ja auch über einen Blick passieren kann. Ich muss auch nicht mit jedem danach in Urlaub fahren, auch mit Sven. Es kann auch über so eine... Ich glaube, das Tollste, das Beste ist, wenn sich beide aufeinander in dem Augenblick einlassen können. Aber den Augenblick kann man auch... Man kann ja alles, Styling, Hair, Make-up, Location, Tageslicht, das meiste ist halt planbar. Aber der Augenblick halt nicht. Und das ist so ein Augenblick, wo ich das Gefühl habe als Fotograf, dass alles um mich herum ganz still ist für eine Sekunde. Also dass niemand irgendwas noch sagt, ich höre nichts weiter, sondern es ist irgendwie so eine Konzentration. Aber ich habe den jetzt nicht weggeredet, den Augenblick, aber glaube ich, also den gibt es irgendwie, den man schwer beschreiben kann.